Wo bin ich denn hier? Ah, Oha. das ist hier meine Werkstatt, beziehungsweise mal gewesen. Hier ist meine Atombombe explodiert. Ja, das sind immer alle meine aufbewahrten Items. Die habe ich immer extra so. Zum Glück ist hier eine 3x3x1 Fläche übrig geblieben. Also bitte nicht runterschlagen. Ja, okay. Also, du gibst mir dann Stundenlohn, ne, für meine Arbeit. Das hört sich gut an. Richtig. Was hast du denn für Starter-Items bei dir so? Ich habe nur 32 Äpfel. Und du? Ich habe 16 Äpfel, ein Buch und noch ein Buch. Von Mods. Oh, da sehe ich schon ganz viele seltsame Mods. Wow, geil. Echt cool, einfach nur. Hier gibt's irgendwelche coole Sachen. Ich würde mal sagen, Lehrer, oder wie ich dich nennen soll, du heißt Tanemade. Ich würde mal sagen, du stellst mir mal so ein paar Sachen vor über dieses Modpack, weil ich kenne mich ja hier nicht aus. Ich wohne hier nicht, Leute. Ich bin's mal wieder hier, ganz normal, ne? Kannst du von der Mitte weggehen? Ich würde gerne Apfelbaum platzieren. Das ist wichtig, weil das verbraucht nur 2 Knochenmehl für Okay. jedes. Das heißt, Aber das spart etwas. Vorsicht! Ich hoffe, wir werden jetzt nicht runtergeschlagen von dem Baum. Ah, gut. Muss kurz mal überlegen, wie das so mal geht, ein Kabelzum-Generator. Ja, ich weiß wieder. Okay. Okay. Ach, Mist, ich habe einen Fehler gemacht. Egal. Mein Bruder, ne, also der Tellem HD, der versucht das Ich jetzt muss, zu bauen. darf ich kurz was sagen? Ja. Mal am besten mit Oak Slabs bauen. Also, ja. Hier mit diesen Slabs da, warte. F5-Modus kann ich das gerade auch schlecht zeigen. Ich glaube, Dann so. brauchen wir weniger Holz. Und Leute, das ist wirklich Okay, so kann krass, ich. das Modpack. Das werdet ihr noch bemerken irgendwann. Okay, ich versuche mal etwas zu zeigen. Und zwar ist bei mir gerade ein toller Bug. Ich glaube, da funktioniert's. Geht das? Boah, das ist ja mega doof. Das geht nur bei der Chest. Auf jeden Fall hier bei dem Crafting Table, da gibt's hier auch. Also hier sieht man das von der Chest. Das finde ich voll cool. Hast du Und noch es sieht voll Holz für anders aus. mich? Holz? Ich habe gar kein Holz. Oh. Ah, dann müssen wir den Baum abbauen. Ja, dann bau du ab. Die Ah. paar Äpfel sind jetzt nicht so ganz Kannst du mir schlimm. das Holz geben, bitte? Eine Sekunde. Ja, upsala. Klar doch. Da ist er. Du solltest Ah, den jetzt haben. danke. Ja, also der Talon, der baut jetzt gerade den Kabelzum-Generator. Ich glaube, ihr wisst ja, wie der gebaut wird. Ich habe eine Idee, was ich jetzt auch noch machen kann. Ich Meinst bräuchte du, muss auch ich da Holz. weggehen? Ja. Ich bräuchte auch Holz. Oh, dann musst du noch einen Baum bauen. Also, wir werden gleich wahrscheinlich, ich kann's. Boah, warte, ich tu's in die Kiste. Ja. Nicht garantieren. Toll, jetzt habe ich über der Kiste hier Holz platziert. So. Jetzt kommt es. Ich werde jetzt erstmal Cobblestone konsumieren. So, richtig. Ich hoffe, wir haben nur eine Lava, dass kein Obsidian rauskommt. Ja! Ich habe es natürlich falsch gebaut, aber das ist nicht schlimm. Das wäre, glaube ich, ein ganzer Block sogar. Kannst du mal ganz Ja. kurz leise sein? Danke. Natürlich. Denn ich möchte jetzt auch noch ein bisschen was sagen für meine Zuschauer. Hier habe ich jetzt ganz normales Holz hingetan. Irgendwie heißt das seltsam. Und dann ein paar Sticks. Und dann bekommt man hier die Blank-Pal-Patte raus. Ich kann das irgendwie nicht aussprechen. Tut mir leid, Leute. Hast du noch ein paar Sticks? Oder so. Nee, ich hab nichts mehr an Holz und Inventar. Auf jeden Fall kann man, ich kann ja jetzt mal Pickaxe eingeben. Pick, ich hoffe, ich schreib's richtig, ja. So, jetzt gehen wir auch mal auf die Iron Pickaxe, der Durability von 1. Kann 1 abbauen, ein Stein. Oder egal was, 1. Die Diamanten auch. Außer die Holz, die hat 5. Und die Stein 63. Okay, das wurde anscheinend.
So, besser. Nicht verändert. Das ist praktisch. Oh, die Bude brennt uns jetzt schon ab. Das wollte ich verhindern. Aber es. Ah, die Lava bricht aus. Nein, nein, nein. Ja, genau. 5 kann man abbauen mit der Holzpickaxe, mit der So, wir werden. Stein 63. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Stein. Ich baue noch. Nee, ich. Scheibenkleister. Was ist passiert? Ich habe aus Versehen ein Cobblestone zu viel abgebaut. Aber das reicht trotzdem. Es ist so doof, dass das Cobblestone so langsam regeneriert. Was war das denn? Anscheinend ist Bingo Chicken. Also der einzigste Freund wirklich hier oben ist der Chicken Stick. Ich werde euch, glaube ich, in dieser Folge auch noch zeigen. Ja, der hat den da gerade in der Hand und ich glaube, damit bekommt man Gravel, genau. Genau, wenn man Cobblestone abbaut. Also den kann man auch, ich glaube, sich nicht craften, aber auf jeden Fall, um unsere ersten Tools zu bauen. Ist das dein Ernst? Ja, ich baue das auch wieder ab. Weil, was bekommt man da raus dann? Flint. Und dann bauen wir uns, oder erstmal für ein Flint Sachen. Also hier Pickaxe. Okay. Die hat auf jeden Fall eindeutig mehr zum Abbauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich. Okay, Also wir ganz brauchen, normal um bekommt man das zu Flint. craften, mehr Holz. Ich würde sagen, dann machen wir einen Zeitraffer und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, da bin ich auch wieder. Ich glaube, der Tellem wollte gerade auch noch was sagen. Wir Ja, beeilen ich uns wollte auch direkt. sagen, da sind wir wieder. Und wir haben schon was vorbereitet. Wir müssen drei Dinge bauen. Genau, ich Genau, hab der Sieb schon. hat man gerade gesehen, was er gemacht hat. Ich glaube, es war der Stencil Table. Und wir müssen den Stencil Table, die Tool Station und den Path Builder craften. So, er hat eins auf jeden Fall gemacht. Mach die Tool Station, Kannst du dann mal machst du. bitte ganz kurz leise sein? Weißt du, wie das nervt, wenn du ganze Zeit redest? Also, Ja. Leute, der Applaus ist für mich, denn guckt euch das an. Ich habe das gebaut und ich habe hier so ein mega cooles grünes Buch bekommen und ein dunkles rotes. Mega geil. Okay. Ja, wo soll ich die hinstellen? Einfach hier hin. So. Ja, genau. Das sieht jetzt zwar hässlich aus, Leute, Das werden wir noch alles aber das verändern. ist ja erstmal egal. So, wir wollen, wo ist es? Ja, eine Pickaxe bauen. So, dafür brauchen wir so ein Teil. So eins und so eins. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Auf jeden Fall haben wir noch Holz übrig. Wo ist unser Flint? Ich hab das genommen. Das brauche ich, bitte. Ich baue Bitte. gerade das da irgendwie. Keine Ahnung. Nein, du weißt ja nicht, wie das geht. Das kannst du so nicht machen, wie du es gerade machst. Jetzt gib es mir. Oder tu es in die Truhe. Da, ich hab's denen geworfen. Ja, okay, Leute. Danke. Ich bin ja auch nur der Schüler. Ich kenne mich hier noch nicht aus. Ich komme mir vor wie in der Schule. Denn das ist mein Lehrer. Nur halt, dass das in der Arbeit ist. Und ich würde sagen, wir beeilen uns schnell, denn das hier muss schnell gehen. Bau schnell eine Pickaxe und dann können. Hä? Guck mal, das brennt jetzt ab. Danke. Ja, da muss noch, Ja, ich nehme da einen Cobblestone mir. Ich verstehe das gerade nicht. Wartet mal ganz kurz, So. Leute. Nein, du machst das jetzt schnell, Leute. Ja, ich weiß aber nicht, wie es geht. Auf einmal Okay. will's nicht. Leute. Okay, Leute, ich mach mal ganz kurz. Okay, oder eher wir machen kurz einen kleinen Cut und dann sehen wir uns wieder, wo, wenn wir wissen, wie es gemacht Ja, und wird. wenn wir es gebaut haben, ihr habt bestimmt gesehen, wie der Telem es machen wollte. Und deswegen würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Cut. So Leute, da sind wir auch mal wieder, wie die besten Minecraft-Leute. Soll ich sagen, was der Telem HD falsch gemacht hatte? Ihr wollt es nicht wissen. Er hatte, was hast du gekriegt?
Ich habe Rechtsklick anstatt Linksklick gemacht. Wir sind die besten Minecraft-Spieler der Welt einfach mal. Wissen Sie das? Das ist einfach so dumm, dass ihr nicht andersrum es ausprobiert habt und ich rasse gerade voll aus. Ich hoffe, okay, das war jetzt zu schön. Okay, ich habe jetzt die Blank Blätter in dem Stencil Table. Ich glaube, du kannst es auch sehen. Jetzt mache ich Linksklick da drauf. Auf den Pickel Set. Wir brauchen nämlich das Set. Jetzt mache ich mal Rechtsklick da drauf. Das, auf das andere, das geht nicht. So, das. Hey. Was ist? Geh wieder bitte raus aus der aus der Workbench oder was auch immer das ist. Okay, Manu. Es hat gerade gebackt. Ich habe natürlich wieder ewig rumprobiert und da ist sie, die Flint Pickaxe. Zellen willst du sehen? Da, 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 da. Geil. Darf ich mal auch haben? Und, Warte, ich tue das in die Truhe. Da, warte, ich habe. Ich habe. Durability von. Ja, da. Ich habe 7 Flint eben gefarmt im Offstream. So. Oha, haben wir viel Gravel. Okay, du kannst mir die. Ja, okay. Gib mir die. Ja, tu die. Moment, in der Kiste ist es. So, jetzt werde ich nämlich noch, toll, wartet, und 2, 3, ich glaube 4 braucht man. Wie oft kann die abbauen? Scheiße, Lava tötet mich. Oh. Und nicht in Lava sterben, bitte nicht. Nein, bin ich nicht. Gut. Auf jeden Fall hat die jetzt wie viele Schläge? Keine Ahnung, unendlich? Nee. Und Leute, ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, dass Mudbag heißt Minecraft Feed the Beast Infinity Evolved Skyblock Expert Mode. Ganz genau. Und er hat 175 extrem mega nice Mods. Ja, das wollte ich noch loswerden. Mega nice, so richtig cool, ne? Und dann so richtig doof Mods. Ja, man muss auch ein bisschen, ja, cool, ne? Man muss auch ein bisschen... Ja, ja. Wie hat sie? Du hast eine 8 von 10 Herzen. Ich werde das mit der Crook weit... Nee, nicht mit der Hand abbauen. Mit der Crook müssen wir es machen. Oh, es regnet. Wir müssen eigentlich auch Wasser auffangen. Und... Leute, guckt auch bei dem Telma.de vorbei. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon gesagt habe, aber macht das auf jeden Fall. Denn der macht ja gerade das mega coole mit so einer Sache, die ich nicht in meiner Hand haben will. Weil ich möchte auch, dass ihr bei ihm vorbeischaut. Ich glaube, das habe ich jetzt zum zweiten oder dritten Mal gesagt. Aber ich hoffe, manche gucken auch bei ihm wirklich, denn... Es wäre nett, denn das ist, wie gesagt, mein erstes Video. Irgendwie funktioniert das mit einem Silkworm nicht. Dann würde ich sagen... Darf ich ganz kurz noch was sagen? Wir haben ein paar Probleme gerade, denn... ich mache gerade was mega Riskantes. Ja. Wow. Auf jeden Fall, wenn ich das abbaue, ich bekomme kaum Cobblestone, weil das meiste da runterfällt. Das müssten wir dann auch noch ändern. Aber ich würde sagen, mit Ostium würden wir jetzt noch ein bisschen Cobblestone weiterfahren. Und ein bisschen Grundlagen. Und im nächsten Video würden wir dann vielleicht eine neue Plattform bauen, neue Technik-Sachen bauen und so weiter. Also... Schaltet ein. In der nächsten Folge Electricity werde ich auf jeden Fall hier auch mit meinem Bruder spielen. Und danach werde ich wieder in mein Zuhause mich tippen. Ich sag natürlich nicht das Wort. Das Wort. Ich hoffe, das war jetzt nicht oha zu extrem. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like. Also dann einen Daumen nach oben. Dann bis bald.